Aber spielt der die Nachricht einfach nur nicht richtig ab, oder? Sieht auch hier so leicht durchsichtig aus, ne? Voll komisch, wenn man dieses Schriftstück in der Hand hält. Ja, kann der das, nimmt er das auch wieder aus der Hand? Wenn ihr durchlauft über das Schriftstück, ist es verschwommen an der Stelle, euer Umriss, wo ihr durchlauft. Auch sehr geil. Hat was, ne? Oh Mann. Willst du so wieder wegstecken? Bitte? Okay, hier sind Viecher. Ich würde jetzt hier nicht unbedingt weglaufen. Das ist scheiße, Duster. Dass wir noch nicht mal wissen, wie man sich eine Fackel bauen kann, ist auch. Ich bin Arnus. Ich gehe wieder raus. Ich bin willkommen. Es ist gerade Tag, da sind die vielleicht nicht so aggressiv. Ich bin vielleicht. Auf jeden Fall haben wir da unten rechts ja so ein Satellitenzeichen. Vielleicht müssen wir. Okay, jetzt nicht mehr. Ich würde vielleicht erstmal Richtung Wasser gehen. Vielleicht müssen wir wirklich zu diesem Fluss da vorne. Das ist vielleicht Süßwasser und da können wir dann was trinken. Ich weiß nicht, ob wir. Ich habe besser in den Baudinger nichts gab's gefunden. Gab's im ersten Teil auf jeden Fall. Bären mit Fragezeichen drauf. Das sind meine Lieblingsbären. Ich habe sie gegessen. Ich hoffe, die sind nicht schädlich. Musst du halt rausfinden. Deswegen ist da ein Fragezeichen drauf. Vielleicht hätten wir unser Haus auch nicht da vorne bauen sollen, sondern hier am Süßwasser. Also wenn das Süßwasser ist. Ist es? Würde ich sagen. Aber ich kann es nicht trinken. Oder muss ich dafür alles aus der Hand nehmen? Ja, ja, E gedrückt. Rauf, aus der Hand nehmen, drauf gucken, E drücken. Ja, dann würde ich natürlich sagen, dass wir hier unser Dings machen. Ja. Was, nice. Ein bisschen Zeit verschwendet. Aber wir haben hier auch schon Spieße aufgestellt, oder? Ja, deswegen sollten wir wahrscheinlich hier hin. Jo, mit Körperteilen. Von unseren Buddies. Ein Torso und ein Bein. Ich denke mal, es soll das linke sein. Ja. Nee, ist das rechte, oder? Nee, nee, ist das linke. Ist das linke, ja. Ja, stimmt. Hier ist recht offene Fläche. Hier hat man Wasser. Hier hat man Bäume. Na gut, dann hole ich Holz oder was? Und ihr baut das Konstrukt. Können wir tun. Also David, wichtig dafür ist auch, wir müssen eine Mauer drumherum bauen. Oder halt so schräge Stacheln, wenn wir so eine Sachen schon haben. Ja, naja, deswegen war ja der Platz von vorhin eigentlich super entspannt, weil wir halt nicht außenrum, also das... Naja, aber dafür müssen wir dann ewig latschen, ne? Ja, ja, deswegen. Also wir können es ja, obwohl ich weiß nicht, ob... Ja, hier, die verstärkten Stachelwände und so, das hier müssten wir halt machen. Ja, ich würde es erstmal vielleicht da brauchen wir lange für. Hier in die Ecke machen, vielleicht kommen die Viecher nicht durchs Wasser. Glaube ich zwar auch nicht, aber... Jo. Wir dürfen es bloß erstmal nicht zu groß bauen. Lieber klein bauen, sodass das Haus gerade so reinpasst. Naja, das was gerade... Das und dann kann man ja später noch eine zweite größere Mauer drum bauen, wenn man noch mehr machen will. Eine dritte Mauer oder so eine Sachen in der Art. Weißt du, dass man dann, wenn man eine Kiste hat, ich glaube Kisten könnte es vielleicht später auch geben, weiß ich nicht. Dann kann man die in den inneren Kern bauen und dann hat man 3, 4 Mauern außenrum. Also das Stöckerbett kann ich so schon außen bauen. Okay. Brauchen wir nur Ametape dazu, ja. Denn ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Entschuldigt mich bitte nochmal. Ja, okay. Es reicht einfach nur. Wir haben ein Bett. Oh gut. Wieso? Wofür denn? Ja, für unser ganzes Equip, was wir wieder sammeln können. Holz oder was? Na, Holz haben wir, wenn du siehst. Ein kleiner Stapel, ja. Ja, damit wir unser Equip ablachen können. Wir haben ein paar Kissen, ganz geil. Weil ich kann keine Steine mehr tragen, zum Beispiel. Ja, aber sowas ist im Baumenü noch nicht da, ne? Jetzt sieht man, wie man Wände baut.
Hier ist ein Viech die ganze Zeit und ich bin mir nicht sicher, ob wir den töten wollen. Dennis, wie hast du das Ding angespitzt? Mit der Axt oder mit dem Messer? Gar nicht. Stock in die Hand genommen, dann wo das V war, Rechtsklick und dann hat er es am Boden geräumt. Ja, ja, aber... den Kopf in die Hand genommen, aus dem Schnellinventar. Und dann, wenn ich davor stand, konnte ich ihn draufdrücken mit Rechtsklick, glaube ich. Ja, stimmt. Hä? Aber warum oder? Sagt er mir im Tutorial sagt er mir, aber ich muss den anspitzen. Hä? Jo. Tut also mir leid, aber ich hab einfach nur das gemacht, was du mir gesagt hast und es hat funktioniert. Obwohl es nicht nach Tutorial war. Aber ich bin gerade so ein kleines bisschen überfordert. Also, wenn man ins Baumenü geht, gibt es ja jetzt nicht besonders viel, was man gerade machen kann. Ah, mit der Axt muss ich das machen. So, wir können ja. Es gibt beide Baumenüs, also was das eine und dem anderen ist, da gibt's nicht, also es gibt Sachen, die stellst du hin, dann kannst du die bauen, aber sowas wie ein Feuer oder sonst was zeigt dir, wie du das machen musst. Ah. Also du kannst kein Feuer leider hinsetzen. Ah. Das musst du wirklich von Hand machen. Und Stockstrukturen heißt, es gibt einmal das und es gibt einmal das. Du kannst das einmal hinsetzen, den Stock, und dann... Wie machen wir das da? Habe ich einen Stock noch bei? Aber das ist ja auch Schwachsinn. Dann ist doch eigentlich erstmal drauf geschissen, dann baue ich hier erstmal ein Hauptgebäude hin, ein kleines. Dann können wir ja gucken, ob wir es machen wollen oder nicht. Okay, es geht ja hier schon mal nicht. Hier geht's. Tür nach da. Oh, ist okay. Oh. Dann gucken wir mal weiter. B. Haben wir wieder das. Was brauchen wir denn noch? Bett und so muss alles dann später nach innen. Ich kann mich jemand aufheben. Ich habe mich gerade selber getötet. Sofort. Hallo David. Okay. Oh Gott. Also, das Ding, was hier steht, dieser. Wenn du ins Buch guckst. Ja. Und bei dieser Schädelmaske bist. Aus welchem Inventar jetzt? Aber ich baue hier gerade Sammelstellen erstmal. Achso, das Ding auf der rechten Seite. Also ich bin ja im X-Inventar, also vom Bauen her. Hat das in der linken oder in der rechten Hand? In der linken. Nein, dann musst du X gedrückt halten, bist du auf der rechten Seite. Sofort. Aber beziehungsweise kann ich es dir auch sagen, wenn du so einen Stock hinstellst in den Boden und dann mit der Axt gedrückt hältst, also quasi wenn immer so ein Strich von unten nach oben ist, dann bedeutet... So, ich bin im Inventar. Okay. Block. Und dann gehst du dahin, wo das Rezept mit dem Schädel war. Ja, siehst ja sonst im Stream auch. Achso, mein Bildschirm ist ausgegangen. Achso. Da geht der zweite Bildschirm aus. Ja, naja, zwischendurch, wenn ich mich konzentrieren muss, muss er ja nicht an sein. Und der geht da, glaube ich, alle halbe Stunde oder aus. Genau, da siehst du ja, wenn... Ja, da. Schritt 5. Genau, wenn... das heißt, du kannst... wenn da eine Axt steht... Dann heißt es, du musst halt im Endeffekt gedrückt halten. Das heißt, wenn du den Stock in den Boden rammst, wie bei dem Kopf, und gedrückt hältst, dann kannst du ihn so anspießen und quasi als... Ja, und ich habe bloß 1, 2, 3 gemacht und es gibt ja halt noch den angespitzten Stock. Genau. Das müsste normalerweise... Schweren geht auch noch. Ja, okay. Muss man sich halt dran gewöhnen an das andere Menü, ne? Oh ja, die Lager könnten wir auch mal bauen. Ich bin gleich wieder da. Keine Stöcker mehr.
Ja, schrei mal nicht so rum, bitte. Ist ja wie im ersten Teil. Geht ja schon wieder gut los, Wajusen. Werden immer von der Seite angeblökt. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall viele Stöcker. Und halt Stämme. Das hilft uns erstmal aus der Klemme. Leiter. Ja, okay. Vogelhaus. Pflanzgefäß. Kleine Falle. Fisch. Reuse. Ah, okay, fischen können wir auch. Oh, das ist alles so interessant, aber ich will eigentlich erstmal die ganzen Sachen bauen. Fangen wir damit erstmal an, würde ich sagen. Stück für Stück. Auch wenn wir hier schon umzingelt werden, aber das muss fertig werden. Achso, scheiße. Eine Mauer muss ich ja hier auch noch eine kleine drum ziehen. Dann baue ich die erstmal, bevor wir hier alle dran schleppen. Ist die drin? Ist die hier drin? Das kleine Baumhaus wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Das habe ich mit Usen im ersten Teil gemacht. Gehen in dem Menü gar nicht zu bauen, ne? Muss man wieder ins andere rüber. Ein bisschen kurz vor. Es war doch gleich hier. Man muss die Stümpfe einfach im Boden drücken. Axt und... Okay. Gucken wir mal. Hier ist meine Axt nicht. Habe ich wohl nicht ins Schnellmenü mit reingenommen. Machen wir das mal. Okay, dann nimmt dein Speer aber raus. So mit O. Bin wieder da mit A. Alles klar, das muss man jetzt so machen. Na, toll. Weil das Fleisch musste einzeln, die musste einzeln nehmen und alle nebeneinander stecken. Weißt du, wie lange wir brauchen, bloß um hier ein 5x5 Meter Ding zu bauen, wenn wir die alle einzeln im Boden stecken müssen? Achso, diese schrägen Dinger, ja. Ja, alleine hier, um einen Zaun draus zu bauen, weißt du? Na gut, aber dafür gibt's da... Ich habe keinen Schnelldings gefunden gerade. Die stolpern auch beim Laufen. Ich glaube, ja, das sind irgendwie so ein Gollums. Gollumse. Die hat drei Beine. Das kommt hier öfter mal vor. Und das sind diese Eingeborenen, sage ich mal. Die sehen aus wie Affen. Das sind die Dirty Ones. Da hinten kommt schon ein sauberer angerannt. Sollen wir die angreifen? Ist die nett? Warum hat die drei Beine und drei Arme? Ja, wir machen weg, wir rennen eigentlich meist weg. Oh ne, ich werde angegriffen. Ich bin gleich down. Und was denn? Ich sehe nicht. Da unten, ja. Ich habe nur einen Baum gehackt. Der hängt da am Baum. Mittel rein. Immer eine Beere und dann drei Beeren, oder? Wie viele hat er in der Hand?
Blachbeeren. Leute, ich werd schon wieder angegriffen. Ja, ich hab hier zwei, könnt ihr mir irgendwie kurz helfen? Oh. Ich komm zu usen. Ich bin tot. Ich wurde getroffen. Nein, ihr Schweine. Scheiße, ich kill. Ist noch einer usen. Ja, ich hab trotzdem getötet. Nein, ich bin down. Ja, ich auch. Ich hab ihr Bayern erwischt. Habt ihr euren Spawn-Cookie vorher gesetzt bei den Dings? Ich glaube nicht, nee. Natürlich nicht. Ja, ich bin auch down, fuck. Nee, ich schafft ihr das oder soll ich mich respawnen? Wir sind tot, Jusen. Wir liegen schon am Boden. Ich bin woanders aufgewacht. Dann respawn ich. Okay. Fängt gut an. Sehr schön. Ich bin in einem Lager aufgewacht. Ich ja, auch. Jusen, wir sind gefesselt. Ist ja cool, dass man immer mal wieder woanders ist. Das ist ja, finde ich schon mal gut am Spiel. Ja, nehmt alles mit, was ihr finden könnt. Ja, ja. Und nimm gleich das Messer in der Hand, falls einer kommt, schlacht ihn ab. What the fuck? Leute. Was denn? David, dreh mal um. Komm mal her. Warum ist sie jetzt hier? Hier ist deine Freundin. Alter, hier ist jemand mit Kettensäge. Oh, what? Ich bin tot. Ja, du brauchst nicht so lange, um es zu nehmen. Ja, der hat eine Kettensäge. Kann mich jemand wiederholen? Ich hab ja, ja, ich mach's gleich, David. Ich hab mein Zeug. Mach's gleich, aber er steht genau da, wo du gestorben bist. Ich muss halt erst gucken, ob ich ihn irgendwie... Ja, warte, ich denke, genau, da kannst du mir helfen, Dicker. Ey, du Wichser! Alter, ein Stark, ich bin... Ich denke auch, okay. David, ich hab dich. Okay, man muss wahrscheinlich sofort seinen Rucksack am Anfang holen, sonst ist der dann noch... Oh, es geht, man kommt ganz gut von ihm weg. Wenn man so ein bisschen ihn austrickst, um die Zelte rennt und mal springt oder so und ihn gegen eine Kiste lockt. Ja, warte, wir holen gleich Jusen. Ich muss mal gucken, wer jetzt ist. Er guckt gerade dich an. Ich hab Jusen. Aber ich würde gerne eigentlich versuchen, ihn zu töten. Weil die Kettensäge wäre schon praktisch, Alter. Wenn ihn einer die Aggro zieht, dann könnten die anderen von hinten angreifen. Ich zieh die Aggro die ganze Zeit, da greife ich an. Okay. Achso, kannst du Jusen erstmal holen? Och! Jetzt habe ich mich umgedreht, ja, David. Ja, er hat sich bei mir auch. Er hat sich instant umgedreht und mich weg. Also, weißt du, beim Leute, Schlag ich hat er. Leider, ich kann euch versuchen zu helfen, aber ich glaube, er wird kommen. Dann musst du mal gucken, ob du ihn ein bisschen austänzeln kannst, sodass er irgendwo gegen ein Zelt gegenläuft oder irgendwas. Ja, weil das. Jusen, renn. Du kannst dich jetzt in den Tag gucken. Alter, instant zugeschlagen. Okay, also ich lebe noch. Sind alle wieder da? Ja. David, pass auf. Ja, Aggro ist gerade auf mich. Nee, auf David. Ja, er kann... Alter, er steht mit dem Rücken zu dir. Und Alter, ich auch. Ja, okay, ich auch. Nee, das war okay. Hätte man nicht versuchen sollen. Wenn wir keinen Bogen haben, macht das keinen Sinn. Dann kann einer die Aggro ziehen und andere mit dem Bogen schießen, aber ohne Bogen. Aber die Bewegung ist auch gut, wirklich. Im Ausholen dreht er sich einfach sofort um und haut dir ins Gesicht. Ja, okay. Da bringt doch nichts blocken. Also ja, nicht. Wir sind wieder bei ihm. Ja, dann schnappen wir nur unsere Sachen genauso. Müssen sie ja nicht mit dem anlegen. Außer der folgt uns natürlich, dann macht unser Haus kaputt. Das wäre dezent. Aber holt am Anfang sofort euren Rucksack. Ja klar, der lag genau da, wo mein Rucksack ist. Na klar. Und sterbe ich jetzt? Ich renne, okay. Die Olle ist auch wieder frei. Leute, ich bin bei euch. Ab nach Hause, oder? Ich hab der Typ rennt mir hinterher. Ich hab Angst. Ich hab die Olle befreit. Ich hab meinen Rucksack. Ja, wir müssen einfach nur... zum Wasser unten in die Ecke. Oh, ich bin wieder down. Leute, ich hätte, glaube ich, nicht zuhauen sollen. Nee, einfach rennen, Dennis. Ja,
Mach ich jetzt auch. Oh fuck. Ja, da ist noch einer. Ich bin im Berg runtergefallen, okay. Okay, dann ist du spawnst wieder, dann Ich bin am Wasser. Einfach losrennen, das Wasser folgen bis nach unten. Wir waren unten an der Seite. Was ist, wo lang geht's denn nach unten zum Wasser? Naja, entweder am Marterfall. Du siehst uns auf der Karte. Okay. Schnapp deine Sachen und renn los. Bis jetzt ist hier ruhig, die rennen immer noch euch hinterher. Haben wir irgendwas rum? Nee, wir haben wirklich alles eingesammelt. Immer nach unten gucken und E drücken. Alles mitnehmen, was du trinken. Es ist Doomster. Ja, wir könnten schlafen. Seid ihr schon wieder an der Base, wenn man die überhaupt schon so nennen kann? Wir haben drei Betten, wo wir auch so pennen können. Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwo besser pennen. Sprich, wenn wir auf dem Bett pennen, ob wir da besser sind als am Unterstand oder ob der Unterstand besser ist als das Bett. Könnt ihr mal testen. Ich schlafe im Bett. Ihr könnt ja im Unterstand mal schlafen. Ich bin im Unterstand. Ja, auch sein, wenn das Haus fertig ist, dass wir dann einfach nur aufs Haus klicken und da schlafen. Cool. Also Schlaf ist bei mir voll. Bei euch auch. Okay. Oh, hinter uns ist ein Viech. Ja, ja, es sind hier wieder überall Viecher. Achso, haltet hier mal E gedrückt. Ah ne, scheiße, E gedrückt heißt der Speicher nur. Vielleicht spawnen wir jetzt hier wieder, weil wir hier geschlafen haben. Das kann gut sein. Ja, ich bin instant tot. Okay, ich werde es ausprobieren. Oh, zwei. Obwohl, ihr könnt ja aufhören. Ich vergaß. Kann ich ja. So, ich baue jetzt erstmal die Grundstruktur hier überhaupt zu Ende. Bevor ich wieder sterbe. Aber ich glaube, wir haben auch langsam nichts mehr zu essen. Aber Drying Rack wäre schon praktisch. Wir können auch Sachen anpflanzen. Ja, ich weiß, habe ich auch schon gesehen. Okay, man muss auch wirklich dicht daran gehen. Ich meine, ich glaube, da die nicht ganz so gut. Na, ich glaube, dafür müssen wir halt den Speer nehmen. Yeah, Dschungelfight! Sehr cool. Okay, das Messer macht mehr Schaden. Die Axt kann aber auch blocken. Mit Axt kann besser blocken. Ich muss sagen, auch wenn, also wenn es jetzt wirklich am Ende im Early Access rauskam, das Spiel und so wie es bis jetzt gerade, wir lassen uns ja hier viel Zeit und spinnen viel rum und versuchen und sterben und so. Ich finde es dafür nicht schlecht. Also wenn man mal überlegt, wie Yuzen wie The Forest war, der erste. Und halt, wir haben ihn ja erst gespielt, wo er nicht mehr im Early Access war, The Forest, sondern wo es wirklich als fertiges Spiel war. Ja. Läuft es mindestens genauso gut. Klar, man kann überall ein bisschen was verbessern, aber ich bin schon mal extrem froh. Keiner von uns ist rausgeflogen. Das Spiel ist nicht abgeschmiert. Muss man ja auch mal anrechnen. Ne? Heutzutage leider schon, muss man das anrechnen. Das ist doch schon mal sehr positiv. Alex räuspert. Hast du da eine andere Meinung oder was? Der räuspernde Alex sagt gar nichts mehr. Ich habe mein Dings ein bisschen hochgestellt. Man hört jemand, so. Was ich sage. Achso. Ich habe gesagt. Ja, bei den Filtern musst du halt aufpassen. Ich habe ja echt nur einen Rauschfilter drin. Ja, ich habe ja auch nur einen Rauschfilter drin, aber wenn ich die Sprachausgabe muss ich halt so hoch machen. Ansonsten hört ihr halt mein Spiel. Ah, okay. Wir brauchen noch
noch ein paar Hölzer. Okay, ich bin voll. Bin ich erstmal weg. Nehmen wir das mal noch mit und das. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ist das Stärke-Symbol? Neben dem Essen alles Mögliche? Das heißt halt, wie viel Leistung du bringen kannst zum Bäume fällen, zum Zuhauen, würde ich sagen. Umso voller das ist, umso mehr Kraft hast du. Und dadurch, dass ich total hungrig bin, halb durstig und halb müde, ist es bei mir nicht sehr hoch. Also wäre so meine Einschätzung davon. Ich weiß es nicht. Sonst soll mich einer von euch oder aus dem Besseres belehren. Ich glaube, wir müssen anfangen, auch diese Reuse herzustellen. Die Fischreuse oder was meinst du? Was? Ja, und die Kleintierfalle. Ja, dann musst du die mal irgendwo hinten am Rand aufstellen. Versuche erstmal Bäume zu fällen und Holz generell zu sammeln, so Äste und so, damit wir unsere drei Drying Racks und Holzsammelstationen und alles überhaupt aufstellen können. Sonst musst du dir halt das nehmen, was wir brauchen, aber... Na, okay. Man muss immer aufpassen, wo man es reinlegt, Jusen. Sonst halbierst du es schon oder viertelst du es schon für die Tür oder sowas. Feuer bauen. Hey, es regnet. Wollte ich eigentlich nicht im Boden rammen, aber so ist das manchmal. Unser Kelvin wiederholen. Möchtest du das immer freiwillig machen? Nein. Möchte keiner. Äste und Stöcker sind etwas Schönes. Oder was sagt ihr dazu? Ah, ich brauche gerade einen ganzen Stöcker. Ich sammle hier schon fleißig und packe das hier in die Stockablage.